Thema E-Mail-Archivierung war so ein bisschen eigentlich ein spontan Thema auf dem Sysadmin Day und dann haben wir es halt irgendwie im Bier dann doch nicht mehr gemacht. War aber auch nicht schlimm. War noch ein langer Abend. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das einfach mal heute. Ist ein Thema, was wahrscheinlich jeden von euch in irgendeiner Form betrifft oder betreffen sollte oder betreffen müsste. Zumindest wenn er halt irgendwie da in dem Bereich ein bisschen verantwortlich tätig ist. Ich will einerseits auf die rechtlichen Grundlagen und auf das, was quasi ganz allgemeingültig, völlig von der eingesetzten Technologie unabhängig für euch gilt. Das heißt, da kann er euch auch irgendwie was von mitnehmen, wenn er irgendwie auf Postfix oder irgendwas Mail abwickelt. Und dann werde ich sukzessive ein bisschen in die Tiefe gehen und das über einen Exchange bzw. Office 365 und dann auch über eine sehr konkrete Lösung mal an einem Beispiel mal zeigen, wie man es lösen kann. Das ist einfach nur meine Lösung, wie ich es am Ende auch bei uns gelöst habe, als ich vor das Problem gestellt wurde. Und das ist einfach nur eine Empfehlung, so kann man es machen und vielleicht gibt es noch tausend andere Lösungen, aber das war in der Zeit, wo ich es gemacht habe, eine der günstigsten und trotzdem technisch sehr guten Lösungen. Ganz wichtig, ich erzähle dir was über Gesetze, Recht und andere Dinge und in Deutschland ist das sehr, sehr streng limitiert und da ihr jetzt nicht gerade bei mir im Wohnzimmer sitzt und wir uns irgendwie beim Bierchen in meinem Wohnzimmer unterhalten, muss ich halt darauf hinweisen, es ist keine Rechtsberatung, darf ich gar nicht, bin ich nämlich gar nicht angehörig dieser Berufsgruppe. Und alles, was ich erzähle, kann durchaus auch falsch sein. Also deswegen bitte nicht hinterher sagen, der hat aber doch gesagt. Rechtsgrundlagen der E-Mail-Archivierung sind im Wesentlichen zwei, wobei die erste quasi durch die zweite außer Kraft gesetzt wurde. Ich will das deswegen erwähnen, um euch mal zu zeigen, das ist kein Thema, was jetzt irgendwie aus den letzten Monaten kommt. Eigentlich ist das ein Thema, was schon extrem viele Jahre alt ist. 2001 mit einer Regelung angefangen, auch wenn die Regelung nicht irgendwie heißt Gesetz über, sondern halt irgendwie nur Grundsätze, ist sie trotzdem in Deutschland gesetzlich verpflichtend. Was da genau drin steht oder worauf es da ankommt, das zeige ich gleich nochmal. Und dann halt eben die deutlich neuere Ordnung aus 2014. Da ist der Bitly-Link auch nochmal mit drin, um die ganze Ordnung als PDF von der Bundesministerium für Finanzen-Webseite runterzuladen, weil die sind da maßgebende, treibende Kraft hinter dem ganzen Thema. Wenn ich sage Finanzen, könnt ihr euch denken, worum es da geht. Es geht halt hauptsächlich um steuerlich relevante Dokumente. Das ist sozusagen der Aufhänger in der älteren Rechtsgrundlage. Da ging es ausschließlich um steuerlich relevante Dokumente. Das ist halt relativ speziell gewesen. Wobei man natürlich trotzdem sagen muss, steuerlich relevant ist extrem viel in so einem Unternehmen. Und wenn ich halt meine Rechnungen und meine Angebote per E-Mail verschicke, dann ist da auch sehr viel schon steuerlich relevant. Also muss man halt schon aufpassen. Hätte man also schon seit 15 Jahren aufpassen müssen. Die wenigsten haben das getan. In der neueren Ordnung geht es halt um alles, was irgendwie den Charakter eines Geschäftsbriefes hat. Und eine E-Mail ist halt irgendwie ganz, ganz schnell ein Geschäftsbrief. Und auch wenn die ein bisschen lockerer geschrieben ist als ein förmlich aufgesetztes Schreiben, ist es halt einfach irgendwann ein Geschäftsbrief. Und ich werde auch später nochmal kurz dazu was sagen, wo da vielleicht auch so ein bisschen die Trennungsherausforderung liegt. Aber die Vorgabe ist erstmal alles, was entweder steuerlich relevant ist, daran hat sich nichts geändert, oder als Geschäftsbrief gilt oder gelten kann, muss eben aufbewahrt werden. Das ist erstmal die rein rechtliche Forderung an der ganzen Geschichte. Die neue Regelung hat nach der Einführung 2 Jahre so eine Übergangsfrist gehabt. In den 2 Jahren konnte man das schon einsetzen, es galt schon vollumfänglich, aber man war noch nicht gesetzlich verpflichtet dazu. Da könnte man auch, oder hätte man nach der alten Regelung noch arbeiten können. Seit 1.1. diesen Jahres ist diese 2-Jahres-Frist abgelaufen und seitdem gilt es verpflichtend verbindlich für alle. Da gibt es auch keine weniger als 5 Mitarbeiter oder irgend sowas Klausel. Das gilt für alle. Punkt. Das ist eine Herausforderung, natürlich gerade für die KMUs. Ciao. Danke, dass du da warst. Gerade für die KMU ist eine riesen Herausforderung, ne, die vielleicht keine eigene IT-Administration haben, irgendwo bei T-Online oder bei GMX oder weiß der Teufel wo, ein Mail-Postfach haben und dann darüber die Kanzlei komplett abwickeln. Keine Seltenheit, sieht man überall, aber für die gilt die gleiche Regelung. Ja. Die müssen es auch machen. Also diese Mails müssen alle archiviert werden und je nachdem, was das für Mails sind, 5 bis 10 Jahre aufbewahrt werden. 5 bis 10 Jahre. Diese 10 Jahre ist die Rechtsprechung. In der Praxis geht man davon aus, dass man es 11 Jahre aufbewahrt. Das hat damit zu tun, dass wenn ich es 10 Jahre aufbewahre und ich würde quasi die Mail einen Tag nach den 10 Jahren, nachdem ich die bekommen habe, löschen, diese 10-Jahresfrist gilt immer für das steuerliche Veranlagungsjahr. Das heißt, im blödesten Fall kommt die Steuerbehörde und will halt eben 3 Tage später, was wäre immer noch für dieses Jahr gültig sozusagen, diese 10-Jahresfrist, das Dokument haben. Und deswegen sagt man einfach, man hebt die 11 Jahre auf und dann ist man auf der sicheren Seite, dass man die 10 Jahre plus x Tage, die man braucht, auf jeden Fall abgedeckt hat. Ja.
Das ist mal so ein Zitat aus einem Kommentar zu dem Gesetzestext. Da könnt ihr da mal reingucken oder noch mal reinlesen, wie weittragend das ist. Das Problem ist, wenn ich eine Mail verschicke, in der ich nur eine Rechnung als PDF reinhänge oder ein anderes steuerlich relevantes Dokument, müsste ich theoretisch nicht die Mail archivieren. Es würde genügen, das PDF einzeln zu archivieren. Aber sobald ich zu dem PDF noch irgendwas schreibe, muss ich das PDF plus die E-Mail archivieren. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die PDFs werden sowieso schon irgendwie archiviert und ich müsste mich jetzt nur noch um den Zusatz des E-Mail-Textes kümmern. Ja, aber das macht das Ganze natürlich nicht einfacher, weil A, brauche ich später mal die Zuordnung, weil wenn eine Prüfung kommt, dann wollen die halt Mail und Anhang sozusagen sehen und wer weiß dann, wo dieser Anhang zu der Mail oder wo die Mail zu dem Anhang liegt. Das ist schwierig. Und ich müsste halt immer diese Einzelfallprüfung, ist das jetzt nur der Anhang relevant, ist nur der Mailtext relevant, ist beides relevant. Und das macht das Ganze, zumindest was diese, wie soll ich sagen, was diese weichen Grenzen angeht, schwierig. Also ich muss teilweise Dinge nicht archivieren und ich werde sie trotzdem archivieren, weil es einfacher ist, es einfach mit zu archivieren, als die Frage zu stellen, ob man das hätte archivieren müssen oder nicht. Aber auch da komme ich dann nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Ich für mich selber, und das ist auch ein gängiger Konsens, den man im Internet findet, habe diese ganzen Regelungen sehr, sehr stark vereinfacht. Es gibt halt viele Möglichkeiten, warum ich eine Mail teilweise nicht hätte archivieren müssen. Aber um eben keine Einzelfallbetrachtung für jede Mail einzeln machen zu müssen, okay, ich gucke mir jetzt jede Mail einzeln an und entscheide, muss ich die jetzt archivieren oder nicht. Und egal, ob ich das manuell oder automatisch tue, es wird immer ein komplizierter Prozess sein und der automatische Prozess wird immer fehleranfällig sein, da bin ich mir sehr sicher. Habe ich einfach gesagt, ich archiviere einfach jede Mail, die über eine Firmen-E-Mail-Adresse versendet oder empfangen wurde und hebe die dann eben für 10 bzw. in dem Fall für 11 Jahre auf. Das ist der einfache Weg. Ja. Mir ist keine wirklich perfekte Lösung bekannt, die das so umgeht, dass sie sagt, die archiviert irgendwie nur genau die relevanten E-Mails und auch das wirklich garantiert tun kann. Kenne ich keine, vielleicht gibt es das. Aber auf meiner Variante war das für mich das Einfachste. Je nach Mailaufkommen kann das natürlich dazu führen, dass ich halt auch, weiß ich nicht, doppelt so viele Mails archivieren muss. Aber einfache Überlegung, die Mails, die nicht relevant sind, sind meistens nur Textmails zwischen den Kollegen beispielsweise. Ja, schreiben sich zwei irgendwie über den letzten Urlaub. Das ist eigentlich nicht relevant, das müsste ich theoretisch nicht archivieren. Aber das ist vom Dateimengenumfang so wenig im Gesamtkontext, das fällt nicht auf. Spannender sind ja die ganzen PDFs und anderen Rechnungen und Dokumente und so weiter, die hin und her geschickt werden. Das heißt, wenn ich also diese Dinge, die ich hätte eigentlich nicht archivieren müssen, einfach mit dazu nehme, dann kostet mich das vielleicht nochmal 5 oder 10% extra Speicherplatz, aber es bringt mich nicht um. Es bringt mich aber um, wenn ich eine einzige Mail nachweislich nicht archiviert habe. Hier kam vorhin schon kurz das mit Schmunzeln gesagte, es ist billiger, die Strafe zu kassieren, diese Lösung aufzubauen. Was kann mir passieren, wenn ich nicht E-Mail archiviere? Zum Ersten, ich kann zu einem Ordnungsgeld verurteilt werden, ich kann zur Umsetzung einer Archivierung verurteilt werden. Und im Extremfall, und das kostet dann richtig Geld, werden Dinge einfach mal geschätzt. Weil die Steuerbehörde halt sagt, du hast den Nachweis dafür nicht, also schätze ich das jetzt. Und eine Schätzung kann halt richtig Geld kosten. Ja, weil im blödesten Fall werden halt Beträge angesetzt, die gar nicht stimmen, aber ne, Schätzung dann eben sehr hoch. Und dann zahle ich halt über irgendwelche Beträge Steuern, was nicht sein muss. Und das kann natürlich bei großen Unternehmen auch richtig, richtig Geld kosten. Klar, für einen kleinen, wo es da vielleicht um ein paar tausend Euro im Jahr geht, könnte man das hinterfragen, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist oder ob man nicht einfach die Strafe riskiert, zumal man ja nicht automatisch zu einer Strafe verknackt wird, nur weil man es nicht gemacht hat. Man muss ja auch auffallen dabei. Aber die Wirtschaftsprüfer sind mittlerweile auch verpflichtet, das zu kontrollieren. Das heißt also, irgendwann kommt man so ein Wirtschaftsprüfer und guckt sich das an und dann fliegt es halt irgendwann auf. Und das Problem ist, da das Gesetz ab dem 1.1. gelten hat, kann auch in 7, 8, 9 Jahren einer kommen und kann sagen, was ist mit den letzten 7 Jahren? Ist nichts archiviert worden und dann gibt es halt für 7, 8 Jahre richtig Ärger. Also deswegen wäre ich da vorsichtig, das wegzulassen. Und ihr werdet auch sehen, die Lösung muss gar nicht teuer sein. Welche Anforderungen gibt es an so eine E-Mail-Archivierung? Sie muss natürlich vollständig sein und das bestenfalls sogar nachweislich. Das ist nicht ganz einfach, weil will ich nachweisen, dass ich wirklich jede Mail archiviert habe, weil das würde ja bedeuten, ich müsste irgendwie, keine Ahnung, eine fortlaufende Nummerierung aller E-Mails oder irgendwas haben. Habe ich aber meistens nicht, weil wenn überhaupt, würde so eine Nummer ja von dem absendenden Mailserver vergeben. Und der ist nicht immer meiner, sondern das kommt von irgendwo aus dem restlichen Netz. Also die Vollständigkeit zu beweisen ist schwierig. Unveränderlich, das ist ganz wichtig. Die E-Mails, die ich bei mir irgendwo archiviert habe, müssen halt für immer unveränderlich archiviert worden sein, sodass die halt auch niemand irgendwie später manipulieren kann und damit irgendwelche wirtschaftlichen Situationen darstellen kann, die nicht gewesen sind oder wie auch immer. Und natürlich nachvollziehbar, das betrifft einerseits natürlich diesen ganzen Strom, wo kam die Mail her, wem gehört die, vielleicht auch in welcher Sache ist die verschickt worden, aber auch wer hat mit dem Archiv was getan, also wer hat mal auf eine Mail zugegriffen. Das ist gerade aus Datenschutzgründen natürlich sehr relevant.
Wenn ich halt anfange, in einem Unternehmen irgendwo zentral jede Mail, die rein raus geht, zu archivieren, dann spielt Datenschutz eine ganz große Rolle natürlich. Und wenn dann halt irgendwie ein Administrator, der da die Kontrolle über so ein System hat, wild jede Mail lesen kann, ohne dass es irgendwann mal jemandem auffällt, das wäre halt schlecht. Ja, deswegen, also auch das ist ein wichtiges Thema. Ich sag mal, für mich war noch so ein bisschen aus Komfortgründen wichtig, ich wollte in der Lage sein, Mails auch im Archiv einem User zuordnen zu können. Also wenn ich halt sage, ich brauche jetzt mal alle Mails von einem bestimmten User, wollte ich nicht alle Mails durchgucken müssen und dann irgendwie die rausfiltern für mich, die da betroffen sind, sondern einfach sagen können, hier den User, die Mailbox, wie auch immer, zeigt mal alle Mails. Das war für mich wichtig. Ich wollte Archivteile auslagern können, sodass ich also nicht über diese 10 Jahre, alle vollen 10 Jahre auf dem Server liegen haben muss, sondern dass ich irgendwann hergehe und sage, okay, nach einem Jahr nehme ich alles, pack es auf einen USB-Disk oder wohin auch immer, pack es ins Schließfach und hoffe, dass wenn ich es mal brauche, dass die Disk noch in Ordnung ist. Das war mir noch wichtig. Und ich wollte gerne, dass meine User eine Möglichkeit kriegen können, auf Mails in ihrem persönlichen Archiv zuzugreifen, weil damit das Archiv für mich auch nochmal eine Art zweites Backup wird. Gerade wer Office 365 einsetzt, der wird feststellen, dass es keine einfache, billige Lösung gibt, einem User einzelne Mails, die er aus seinem Papierkorb gelöscht hat und wo dort auch diese Grace Period abgelaufen ist, eine Mail zurückzuholen. Bei einem eigenen Exchange ist es noch ein bisschen einfacher, weil ich da halt die Kontrolle habe, dann kann ich im Zweifelsfall die Mails archivieren und irgendwohin ab oder sichern und irgendwohin ablegen. Bei einem gehosteten Exchange gibt es kommerzielle Lösungen, die können ein bisschen was in dieser Richtung, sind aber sehr teuer. Oder ich komme halt dann in die Geschichte, ich muss irgendwie alle PSTs abziehen jeden Tag. Oder, also da gibt es natürlich Ideen und Möglichkeiten, aber die sind alle sehr kompliziert. Und wenn ich aber ein Archiv habe, wo der User die Möglichkeit hat, an alle seine archivierten Mails ranzukommen, dann ist das ja quasi ein Backup. Noch besser geht es ja gar nicht. Ja, wenn eine Mail im Archiv fehlt, dann wäre sowieso was falsch. Und wenn man sie da löschen könnte. Ja. Ich habe mal kurz eine Frage dazu. Inwieweit bin ich denn da selbst in der Kontrollpflicht, nachzuprüfen, ob meine Mails wirklich alle in dem Archiv gelandet sind? Naja, das ist schwierig. Natürlich bist du in der Pflicht, wenn du so eine Lösung aufbauen musst, sage ich mal, auch dafür zu sorgen, dass die funktioniert. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie so einen Pappkarton in die Ecke stellen und sagen, hey, das ist meine E-Mail-Archivierung, jeder Mitarbeiter schmeißt seine E-Mail da rein und damit ist das abgedeckt. Ne? Geht halt nicht. Also du musst schon auch sicherstellen, dass das funktioniert. Aber das Schwierige ist natürlich, da du nicht weißt, ob eine Mail existiert hat oder nicht. Also natürlich, du könntest jetzt jeden Tag rumgehen, alle Mitarbeiter fragen, wie viele Mails hast du heute geschickt und empfangen und dann guckst du halt, sind die da. Ich mache das halt so, ich gucke halt stichprobenartig bei meinen eigenen Mails, weil auch ich kann ja nicht einfach wild in irgendwelche fremden Archive gucken. Ne? Also gucke ich halt bei meinen eigenen Mails, wo ich weiß, es funktioniert und die Lösung, die ich verwende, da kann ich euch danach mal zeigen, da kann man zumindest sehen, wann wie viele Mails gekommen sind. Und da hat man auch ein ganz gutes Gefühl, passt es oder fehlt hier irgendwie was. Aber ein Garant für eine Vollzähligkeit wird das nie sein. Und unter 26.000 Mails ist zufällig einem User aufgefallen, eine Mail fehlt. Ja, war so. Wir haben dann Ewigkeiten mit dem Support dran gesessen und haben festgestellt, die Softwarelösung ist verbuggt. Ja. So, im Zweifelsfall, wer haftet denn dafür? Das ist ganz schwierig. Also ich kann dir das rechtlich nicht sicher sagen. Meine Vermutung ist, wenn du eine zertifizierte Lösung einkaufst, die nach irgendwelchen tollen deutschen Normen zertifiziert ist, dann bist du erstmal relativ gut auf der sicheren Seite. Wenn du mal in die ganzen Gesetze zum Datenschutz reinschaust, da heißt es immer nur, du bist verpflichtet, eine Maßnahme einzusetzen, die geeignet ist, etwas zu tun. Da fordert nie einer sozusagen die Perfektheit. Und ich vermute mal, das wird ja genauso sein. Zumal perfekte oder fehlerfreie Software existiert halt nicht. Ne? Und dem muss man natürlich auch Rechnung tragen, dass man sagt, okay, es kann schon mal passieren, dass mal eine Mail aus vielen Tausend wegkommt. Ne? Wo du aber natürlich auf jeden Fall in der Pflicht bist, ist, wenn du eine Lösung gebaut hast und quasi nicht kontrollierst, ob die Funktionsfähigkeit einer Gesamtlösung, weil du wirst sehen, die wird ein bisschen komplizierter mitunter, wenn da quasi aus den vielen Zahnrädern eins wegbricht und das merkst du erst nach 3 Monaten, da bist du natürlich schon in der Pflicht. Ja? Also da muss man dann ein bisschen unterscheiden, ist es jetzt ein Softwarefehler aufgrund der eingesetzten Lösung oder ist quasi irgendwo in deinem Konstrukt, keine Ahnung, der Server abgeraucht und der stand jetzt halt 3 Jahre und keiner hat es gemerkt. Ja. Also da muss man so ein bisschen, glaube ich, unterscheiden, was ist jetzt die Ursache gewesen. Wer ist da dann sozusagen in der Haftung am Ende? Am Zweifelsfall haftet immer der Geschäftsführer natürlich. Ne? Das ist, Problem ist halt, ja, ist fällt so. bei einer Mail auf und man weiß nach hinten nicht, welche Datenschleifen sind gerade, das fehlt noch alles. Ja? Das ist dann Black Hole. Ja. Bei Exchange Online Office 365, ist der Weg der Archivierung über eine, ich würde mal sagen, externe Lösung über ein Journaling-Postfach gelöst. Es gibt gerade für Office 365 kann man das kaufen, gibt es Lizenzpakete für Archivmailboxen,
kann man machen. Da kann man eine Mailbox als Archivmailbox deklarieren, dann kann man da auch Mails reinlaufen lassen. Hat aber sehr enge Grenzen, was die technische Machbarkeit angeht. Und auch was die ganze Kontrolle angeht, ist sehr undurchsichtig, sehr schwammig. Also mir war das damals nichts. Vielleicht ist es mittlerweile wesentlich besser, keine Ahnung. Aber ich wollte es damals nicht einsetzen, zumal auch dort habe ich halt das Problem, mein Archiv liegt halt auch wieder irgendwo über der Cloud. Ja. Ich wollte halt ganz gerne das Zeug bei mir liegen haben, weil wie gesagt, das ist halt auch noch ein schöner Backup-Ausweich für die schlechten Möglichkeiten Office 365. Also Journaling-Regeln muss man anlegen. Da kann man vom Prinzip beliebig viele anlegen, aber es reicht genau eine. Das ist jetzt ein Screenshot bei mir aus dem Live-System, deswegen habe ich so ein paar Sachen unkenntlich machen müssen, weil ich die Folien auch nachher wieder online stelle. Bei diesen Journaling-Regeln ist es ganz einfach so, ich definiere halt ein Zielpostfach und die Eigenschaften sozusagen, die eine Mail haben muss, damit sie an dieses Zielpostfach zugestellt werden soll. Und da es für mich ganz einfach ist, brauche ich halt nur eine Regel und die sagt halt, alle Mails. So, fertig aus. Ich könnte jetzt hier genau sagen, für E-Mail-Adressen bestimmter User, für bestimmte Domänen, für nur die Empfangenen, für nur die Gesendeten, nur bestimmte Uhrzeiten, also da geht ganz, ganz viel. Aber weil ich ja doch irgendwie alles brauche, ist das eigentlich der einfachste Weg und war für mich auch das Sinnvollste. Ne? Wer ein Exchange hat, könnt ihr reingucken über das ECP, könnt ihr das sehen. Da kann man dann eben ganz viele Sachen auswählen, aber es macht irgendwie keinen Sinn, für jeden Mitarbeiter irgendwie eine eigene Journaling-Regel anzulegen beispielsweise. Das ist technisch möglich, aber werdet ihr ja nie fertig. Und bei jedem neuen Mitarbeiter müsst ihr wieder dran denken, eine neue Regel anzulegen und so. Und deswegen, das ist meine Lösung. Einfach für alle alles. GMX, das ist keine Werbung für GMX. Wir hatten eine Zeit lang, wir haben einen Paid-Hoster, wo wir viele Sachen bei dem hosten. Namen sage ich jetzt mal nicht. Da bezahlen wir auch richtig Geld für Postfächer und allen Scheiß, haben wir lange Jahre benutzt, benutzen diesen Postfachanteil jetzt nicht mehr, aber nutzen dort unter anderem die ganze Domainverwaltung, DNS, Webspace, so ein Kram. Wir haben eine Zeit lang bei denen quasi eine Mailbox generiert und haben dort die Mails reinlaufen lassen, bis die halt irgendwann mal an einem Wochenende das Postfach zugemacht haben, weil da minütlich halt irgendwie ein paar tausend Mails reingelaufen sind. Dann haben die gesagt, ey, das ist zu viel, das macht unser Mailserver nicht. Wegen euren Mails ist der Server jetzt irgendwie abgestürzt und jetzt schalten wir einfach ab. So. Ist blöd, ne? Weil wir haben ja gerade festgestellt, Vollzähligkeit der E-Mails ist dann halt nicht mehr da. Gott sei Dank, die haben nur abgeschaltet, dass ich die Mails abholen kann. Die Mails sind weiterhin da reingelaufen, aber wenn das noch 2-3 Tage weitergegangen wäre, hätten sie wohl irgendwie auch den ganzen Zustrom abgeschaltet und dann wären halt Mails definitiv weg gewesen. So. Das ist halt dann blöd. Seitdem wir bei GMX sind, haben wir das Problem nicht mehr. Wir hatten einmal den Fall, dass die Mails irgendwie alle als Spam markiert wurden bei GMX, weil GMX seinen eigenen Spamfilter hat. Den haben wir dann abgeschaltet und seitdem ist das eigentlich völlig stressfrei. Das ist eine Möglichkeit. Wichtig ist, ich brauche ein externes Postfach. Ich kann das nicht auf dem Exchange selber betreiben. Ist auch so ein bisschen logisch, ne? Weil sonst kreist ja die Mail irgendwie, jede Mail, die kommt, geht da durch und dann repliziere ich die Mail ja ganz, ganz oft und die würde ja nie irgendwo hinkommen. Deswegen muss es irgendwo außerhalb liegen. Man kann dann noch eine zweite Mailadresse definieren. Das ist in dem Bild hier oben, wo der schwarze Balken oben ist, nicht zustellbare Journalberichte senden an. Eine zweite Adresse definieren, an die gehen dann Nachrichten, wenn er Mails nicht in das Journaling-Postfach zustellen kann. Also das ist sozusagen mein Notice for Fallback. Da gehen nicht die Mails selbst rein, aber ich bekomme zumindest über einen zweiten Kanal eine Nachricht, da passt was nicht. Das wiederum darf ein Postfach auf dem Exchange sein. Also das ist kein Problem. Ja, also hier nochmal der Hinweis, das geht halt nicht auf denselben Exchange. Wenn ich so eine Journal-Regel wie bei mir anlege, führt das einfach dazu, dass jede Mail, die rein oder rauskommt, genauso wie sie ist, völlig unverändert, einfach an dieses andere Postfach geschickt wird. Auch nicht irgendwie mit einem neuen Betreff, irgendwie Vorwort oder irgendwas, das ist exakt die gleiche Mail, die geht einfach in dieses andere Postfach rein und da kann ich sie nachher abholen. So. Und das Archivsystem, mit dem wir arbeiten, das zeige ich auch gleich, das holt die Mails dann dort einfach ab. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine wäre halt eben POP3 oder IMAP. Ich kann auch mit ganz vielen anderen Protokollen umgehen. Ich muss halt die Mail dort einfach nur irgendwie abholen. Das ist es dann schon. Wir setzen Mailstore ein. Das ist jetzt keine Werbung, weil Mailstore irgendwie ganz viel Geld dafür zahlt, dass ich das jetzt erzähle, sondern weil ich einfach von der Lösung überzeugt bin. Das ist ein deutscher Anbieter, einer von den wenigen, die auf diesem Markt überhaupt unterwegs sind. Die machen das seit offensichtlich extrem vielen Jahren. Die Lösung funktioniert, der Support ist sehr gut. Auch der Sales-Support ist sehr gut. Ich habe Sonntagabend, weil mir die Lizenzen ausgegangen sind, neue Lizenzen bestellt und Montagmorgen waren die aktiv. Also es geht auch bei denen vieles so, sagen wir mal, unkonventionell. Ja, das funktioniert bei denen sehr gut. Sehr wartungsarm, man kann viele Updates einspielen, die was neue Features angeht und so weiter zur Verfügung stellt. Je nachdem, was man für einen Wartungsvertrag dazu kauft, kann man da halt über einen beliebigen Zeitraum neue Updates bekommen. Aber man müsste das natürlich technisch nicht, man kann sagen, okay, Lösung funktioniert, so bleibt sie jetzt die nächsten 10 Jahre. Und die können auch das, was ich so wollte von der Lösung, können die alles. Die haben Geschichten wie Deduplizierung und so weiter. Es gibt einen Client für den User, wo der User halt dran kann und so. Da zeige ich gleich noch das ein oder andere in der Demo. Da geht also sehr, sehr viel.
Preise zeige ich auch gleich, damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, ist aber relativ günstig. Ja. Ich will mal so ein bisschen was zeigen auf dem Mailstore-System. Das läuft bei mir auf einem Windows-Server, das ist aber nicht notwendig. Es würde ausreichen, Windows 7 Client. Also bei wem jetzt sozusagen die Lizenzkosten das K.O.-Kriterium wären, kann man Windows 7 Client hernehmen und macht das halt da drauf im Zweifelsfall. Ist supported von denen und funktioniert auch technisch. Die Oberfläche ist eigentlich relativ simpel gemacht. Ich habe hier in der Oberfläche die Möglichkeit, Verzeichnisdienste einzubinden. Das ist deswegen interessant, weil ich die User, die ich quasi habe, nachher, wo die Mails dann zugeordnet werden können, einfach daraus synchronisieren kann. Ich mache das bei uns alles über letztendlich über ein Azure AD, beziehungsweise über Office 365. Man könnte ja auch ein lokales AD nehmen oder irgendeinen anderen LDAP-Dienst. Also da gehen relativ viele Möglichkeiten. Ihr seht da unten, Office 365 Germany wird auch mittlerweile supported. Und dann kann ich mir dort die User rausziehen. Ich kann mir die auch manuell importieren, wenn ich das will, über irgendwelche CSV, XLS, weiß der Teufel was. Aber das ist halt für mich der einfache Weg, weil dann habe ich auch die Möglichkeit, einfach immer jeden aktuell aktiven User da dabei zu haben. Bei Mailstore ist es so, die Kosten hängen 1:1 an der Anzahl der Mitarbeiter oder an der Anzahl der Benutzer. Da muss man aber unterscheiden, ein Mailarchiv, das einem Benutzer gehört, ist nicht zwingend ein Benutzer. Weil, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist aus dem Unternehmen, der geht, muss ich seine Mails trotzdem weiter aufbewahren, aber es kommen keine neuen Mails mehr für ihn, also brauche ich auch keine Benutzerlizenz mehr für ihn. Das heißt also, nicht jedes Archiv braucht eine Lizenz. Ja. Man kann ja auch sagen, ich möchte gerne einen Benutzer automatisch löschen, der nicht mehr existiert. In meinen Einstellungen ist es halt so, dass ich nur die Benutzer, die auch tatsächlich irgendeine Form von Exchange Online Lizenz haben, synchronisieren. Das ist aber jetzt eine spezielle Einstellung wegen Office 365. In meinem Office 365 gibt es viele User, aber nicht jeder hat eine Mailbox. Und ich brauche natürlich nur für die User ein Archiv, die auch eine Mailbox haben. Und deswegen ist das halt eine sehr nette Option, um nicht jeden hier reinzuholen, sondern wirklich nur die mit Mailbox. Und nur die Aktiven, damit fallen halt bei mir alle Mitarbeiter weg, die gegangen sind, dass ich die nicht immer wieder neu reinhole. Ja, weil ich deaktiviere die User dann und dann ist halt vorbei. Ja. Wie ist das mit Ressourcenpostfächern? Kann man auch. Okay. Also machen wir das sogar auch in dem Fall. Ja. Hier ist halt jetzt das Problem, in der Einstellung sind die immer mit dabei, alle. Weil die Ressource hat ein Postfach, hat damit eine Exchange Online Lizenz und damit wird sie mit abgedeckt. Wenn du die ausschließen wolltest, müsstest du das halt eben über eine Gruppenorganisation machen. Also müsstest halt sagen, okay, ich packe mir die irgendwie alle in eine Gruppe rein, die ich haben will und die ich nicht haben will, sind da halt eben nicht drin oder sowas. Ja. Ansonsten sind die mit dabei. Genau, und dann habe ich halt eben diese ganzen Benutzer. Die synkt es dann halt hier eben einmal rein. Da kann man auch festlegen, was die alles dürfen und so weiter und so fort. Bei mir dürfen die alle nur anmelden und damit halt quasi ihre Mails lesen. Man sieht das auch hier hinten, die kommen halt alle aus dem Verzeichnisdienst, außer der Admin selbst. Genau, dann gibt es halt Archive. Das sind letztendlich Files auf dem lokalen Dateisystem, ähnlich einer Datenbank. Die haben ja irgendein eigenes Datenbanksystem. Da sehe ich halt nochmal die ganzen Benutzer. Da kann ich auch mal gucken, wer braucht wie viel Speicherplatz und so weiter. Es gibt hier diesen Storage-Bereich. Da kann ich vom Prinzip sagen, wo will ich in diese ganzen Dinge ablegen. Und das ist halt eben hier das Schöne, ich kann eine Aufteilung definieren. Bei mir ist es halt so, ich lasse halt für jeden Monat ein neues Archiv automatisch anlegen, sodass ich also auch wirklich monatsgenau Archive auslagern kann. Die letzten 12 liegen auf dem Server und der Rest geht halt auf eine lokale Platte irgendwo. Und ich kann mir die halt jederzeit, das sieht man ja hier unten, auch neu wieder einhängen. Also wenn ich eins rausgeschmissen habe oder habe mehrere Server irgendwie mal vielleicht parallel betrieben und will nur noch einen haben, dann kriege ich mir das halt, dann kann ich mir die halt eben ranholen. Wenn man jetzt hier sieht, Anzahl Mails im Monat, dann würde man erstmal auf irgendwie, keine Ahnung, wie utopische Zahlen von Speicherplatzbelegung tippen. Das Tolle ist, wenn ich hier mal gucke, also wir sind irgendwie keinen Monat über 3 GB gekommen. Wenn man das mal hochrechnet auf 10 Jahre, 3 mal 12 sind 36, mal 10 sind 360 GB, das ist nix. Das tut jede billige Western Digital USB-Festplatte aus dem Mediamarkt. Ja. Und von daher ist also auch Speicherplatzbelegung kein großes Ding. Gut, jetzt haben wir ja gerade mal 100 User, ne, die Mails schreiben, aber relativ viel. Wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Mitarbeiter habe, dann skaliert das natürlich entsprechend nach oben, aber dann sind ja auch meine Pro-Kopf-Kosten trotzdem noch etwa gleich groß oder werden sogar günstiger, weil dann das Gigabyte einfach billiger wird, je größer der Speicher ist, den ich kaufe. Ne. Genau, dann ist halt eben 1.000 Zeug noch so drumherum, was man einzeln festlegen kann. Wie gesagt, einzelne Berechtigungen kann ich festlegen, wer darf da was. Ich habe hier so Compliance-Regelungen drin, da kann ich beispielsweise festlegen,
was halt alles archiviert und was alles dokumentiert werden soll. Also welche Zugriffe und so weiter. Es gibt auch einen Auditorzugriff. Also ich kann sagen, ich habe hier einen, keine Ahnung, Wirtschaftsprüfer, der will da jetzt mal reingucken. Dann kann ich halt eben den da so einen User festlegen und da sind dann die Grenzen sehr eng. Also der kann dann halt eben bestimmte Dinge nicht. Da kann ich in die Mail einfach reingucken und den Mailinhalt lesen beispielsweise. Dann kann ich den halt mit meinem Mailarchivsystem allein in irgendeinen Raum stecken und der kann halt da drin rumklickern, wie er will. Und der darf aber halt eben nicht alles. Ja. Wie gesagt, dann kann ich halt hier festlegen, was ich alles aufzeichnen möchte, von welchen Usern, welche Aktionen. Das ist halt wichtig, um eben nachweisen zu können, wer hat denn in so einem Archiv gelesen, wer hat den User gelöscht und solche Geschichten alles. Ja. Ja, zwei Dinge vielleicht, die wichtig sind. Ich kann eine Mail aus einem Archiv nicht löschen und ich kann ein Mailarchiv nicht löschen. Was gut ist, weil sonst wäre ja wieder das Thema, ich könnte irgendwas verschwinden lassen, was ich nicht will, dass es irgendwo archiviert wurde. Ja. Genau, und dann ist halt noch relativ interessant, dass ich halt hier diese ganzen Archive habe. Jetzt nehme ich halt mal meins, weil alles andere wäre datenschutztechnisch doch sehr bedenklich. Und in diesem Archiv werden, je nachdem aus welcher Quelle die Mails stammen, das hat ein bisschen damit zu tun, ob ich über IMAP abhole oder ob ich über ActiveSync abhole, werden verschiedene Unterordner angelegt. Das ist jetzt aus einem ActiveSync und das kommt von einem POP3 oder IMAP. Und dann kann ich halt jetzt hier reingucken und dann sehe ich halt eben hier meine Mails. Das ist noch alles gewesen aus dem alten Provider, wo ich dann gesagt habe, da sind wir dann weggegangen. Da konnte ich halt noch per ActiveSync abholen und seitdem wir halt eben jetzt per IMAP abholen bei GMX, es ist halt in einem zweiten Pfad gelandet, was aber vom Prinzip für mich keine Rolle spielt, weil ich die Möglichkeit habe, hier zu suchen, auf jeder beliebigen Ebene. Also ich kann halt irgendwo in irgendeine Ebene einsteigen und kann sagen, von dort will ich suchen. Das heißt, wenn ich bei einem User mit einem mega zerklüfteten Postfach, wo hier irgendwie 1000 Ordner vielleicht existieren, eine Mail suchen will, ich finde die trotzdem. Also die ist dann nicht irgendwie unauffindbar in irgendeinem komischen Unterpfad. Was noch recht nett ist, es gibt für Outlook, jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert hier über einen VPN-Tunnel, in Outlook. Es gibt für Outlook halt ein Plugin, das ist auch netterweise in MSI, die kann man also wunderbar dann auch im Netz verteilen. Und da kann ich halt eben hier mein Archiv entsprechend einbinden. Jetzt muss ich einmal Servername und meine Benutzerauthentifizierung angeben und dann habe ich mein gleiches Archiv hier in meinem Client und dann habe ich halt für meinen User die Möglichkeit, seine Mails in seinem Outlook aus seinem Archiv zu suchen, zu lesen, weiß der Teufel was, und er kann die Mail halt auch wiederherstellen. Das ist ganz nett. Klappt aber nur, wenn der Mailstore-Server entweder in das Zielsystem direkt schreiben kann, ansonsten wird die Mail einfach als neue Mail in die Adresse des Users geschickt. Das ist halt keine klassische Wiederherstellung, sondern da bekommt halt eine neue Mail. Ist nicht uninteressant, weil das Datum ist halt dann das Neue. Wenn es eine neue Mail ist, hat sie halt nicht mehr das Datum von vor 3 Jahren, sondern hat sie halt eben das Datum von heute. Und wird wieder archiviert, richtig. Ja. Genau. Ja, das ist so mal in Kurzform die ganze Oberfläche und die ganze Bedienung. Es gibt hier noch 1000 andere Kleinigkeiten. Ich kann zum Beispiel über die Oberfläche direkt neue Lizenzen kaufen. Das ist eigentlich ganz nett. Hier in der Lizenzverwaltung kann man dann hier unten auf den Online-Shop klicken und dann wird man gleich mit seinem Key und so weiter eingeloggt. Und dann kann man halt sagen, was kostet das jetzt? Ich habe das, glaube ich, vorhin schon mal aufgehabt. Ja. Gib mir mal den Edge-Browser hier. Also das heißt ja wieder anders. Ah ne, den gibt es ja glaube ich gar nicht, ne? Hier gibt es nur den IE. Ist er hier getroffen? Egal. Auf jeden Fall kann man da halt eben direkt sagen, okay, ich brauche jetzt hier 10 neue Lizenzen, da kalkuliert er gleich den Preis und dann kann ich sagen, okay, kaufe ich jetzt oder kaufe ich halt eben nicht. Was kostet das? Aus meiner Sicht extrem günstig. Das ist ein Einmalkaufpreis, das musst du einmal im Jahr zahlen oder irgendwas, das kaufst du einmal und dann ist für immer Ruhe. Für die Anzahl der User. Wenn ich natürlich wachse, ich brauche mehr User, brauche ich auch mehr Lizenzen. Aber wenn ihr mal guckt, diese Preise pro Benutzer, das sind Preise, die habt ihr teilweise bei einem Virenscanner oder irgendwas jedes Jahr. Ja. Durch die Staffelung muss man sich halt immer überlegen, wo steige ich ein? Selbst wenn ich heute erst x Mitarbeiter habe, ist es teilweise halt billiger. Ich gehe schon in die nächsthöhere Staffel sozusagen rein, kaufe halt irgendwie mal ein paar Lizenzen mehr, als ich heute aktuell brauchen würde und habe aber dann halt eben diesen billigeren Preis eingekauft. Ja. Wenn ich upgrade, sobald ich das momentan sehe, immer zu dem Preis auf, zu dem ich ursprünglich gekauft habe. Wenn ich nicht wieder entsprechend großes Paket upgrade. Also wenn ich halt natürlich jetzt nochmal, keine Ahnung, 400 dazu kaufe, kriege ich die natürlich zu dem Preis. Aber wenn ich halt eben mal ursprünglich irgendwie die Stufe gekauft habe und ich kaufe 5 neue User, dann kaufe ich die zu der gleichen Stufe. Ja. Ich muss dann halt nicht wieder bei hier oben anfangen. Ja.
Der Support, da gibt es auf der Website gibt's eine Übersicht, was das unterscheidet. Wir haben den Premium-Support genommen, weil der halt nicht so viel teurer ist. Und in dem Premium, also kann man hinten auch den Support einzeln verlängern natürlich. In dem Premium-Support ist halt eben auch die sehr individuelle Hilfeleistung, sag ich mal, mit drin. In dem Standard-Support ist halt alles ein bisschen langsamer und da sind auch, glaube ich, einige Leistungen nicht frei. Da muss man dann halt für einzelne Leistungen Geld bezahlen. Man sieht schon unten plus 500, bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot. Das ist sicherlich nicht die Lösung, die dafür gemacht ist, 10.000 Postfächer zu archivieren. Die selber sagen, man kann problemlos auf einem Server 500 Postfächer archivieren, weiter lehnen sie sich nicht aus dem Fenster. Ich behaupte mal, das ist eine reine Frage der Hardware-Skalierung. Also am Ende werde ich wahrscheinlich auch problemlos 5.000 Mails, Postfächer archivieren können. Dann werde ich nur den Server entsprechend größer dimensionieren müssen und natürlich mein Storage, wo ich hinschreiben muss. Ja. Natürlich muss man überlegen, mit der steigenden Anzahl der User steigt auch die Frequenz der E-Mails. Und da muss ich mir schon überlegen, wie kriege ich denn die überhaupt vernünftig aus meinem System, wo die ankommen, on time sozusagen raus. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich bloß irgendwie, keine Ahnung, 10 Mails die Sekunde wegschaffe, aber 1.000 kommen neu rein, weil die kriege ich ja nie weg. Das staut sich ja auf und man muss es irgendwann knallen. Ne? Da muss man dann gucken, bei gewissen Größenordnungen wird sicherlich da nochmal eine Herausforderung, das auch sauber abzubilden, wie kommen die Mails da raus. Ja. In meiner Größenordnung Gott sei Dank kein großes Thema. Kann man mal gucken. Also das ist halt ja ganz nett. Ich kann die Mails so einfach gucken, die letzten Ergebnisse mir mal anzeigen lassen. Gibt es eigentlich auch ein Vier-Augen-Prinzip einstellbar? Das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich, aber sicher sagen kann ich es dir leider nicht. Aber das können wir mal gucken, ob wir es rauskriegen. Ich kann schnell hier gucken, letzte Ergebnisse, genau. Hier sehe ich halt jetzt, wie viele Mails sind da in einem Zeitintervall von 5 Minuten, weil das ist mein Abrufintervall reingekommen. Das sieht man jetzt richtig schön. Ne? Das ist halt irgendwie spät abends, da kommt nichts mehr. Wenn hier natürlich jetzt irgendwie selbst jetzt noch irgendwie Tausende von Mails kämen, dann müsste man sich Gedanken machen, ob das noch funktioniert. Ja. Eigentlich keine Ahnung, was hier die Peak-Werte sind. Kann man das sortieren? Ja, also 76 Mails in einem Intervall von 5 Minuten. Ja, das ist handelbar, ne? Was man hier sagen muss, was der schon kann sozusagen, ist, wenn die Mail irgendwie an 70 Mitarbeiter geht, ist trotzdem nur eine Mail. Also die wird dann auch nicht 70 Mal archiviert. Es wird dedupliziert und komprimiert. Das führt eben auch dazu, dass ich mit relativ wenig Speicherplatz auskomme. Und die Mail wird dann hier auch nur einmal gezählt. Also wenn ich halt die Mail an alle Mitarbeiter schicke, sonst hätte ich halt jedes Mal, wenn wir irgendwie über den Verteiler bei uns an alle Mitarbeiter eine Mail schicken, immer gleich mit einem Schlag 100 Mails. Es bleibt eine E-Mail. Ja. Auch wenn die in 100 Mitarbeiterpostfächer nachher landet. Jetzt mal noch eine interessante Frage. Ja. Angenommen, ich möchte weg von diesem Produkt. Wie schwer ist es, dieses Archiv zu exportieren? Ich vermute mal, das wird an unmöglich sein. Aber du kannst doch das Produkt, da du es ja gekauft hast, das ja kein Mietmodell ist, einfach einfrieren und sagen, okay, das lege ich mir irgendwo in die virtuelle Maschine, so wie es ist, schmeiße ich mir auf irgendeine Disk, packe die ins Fließfach. Und wenn dann noch mal einer kommt, der sehen will, habe ich das. Und dann fange ich halt mit einem anderen System neu an. Aber das ist halt genau der Knackpunkt bei diesen ganzen Archivsystemen. Du bindest dich immer an irgendeinen Anbieter, natürlich. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass es halt hier dann einfach möglich ist, die Mails aus den Archiven alle nochmal rauszusenden. Das wird sicherlich funktionieren, aber nach 10 Jahren mit Millionen von E-Mails wahrscheinlich dann eher doch nicht mehr so wirklich. Also das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Ist hier möglich, ein Archiv als PST-File zum Beispiel zu importieren? Ja, das geht. Also du kannst Archive als PSTs reinholen. Du kannst auch, soweit ich weiß, ein ganzes Archiv als PST exportieren. Mal gucken, ob das geht. Sehe ich hier keinen. Auch cool. Wahrscheinlich muss ich erst ein Serverprofil anlegen. Also das habe ich gelesen, das geht, mit PST-Files zu arbeiten. Man kann auch für den Importweg gleich direkt sagen, ich schiebe da irgendwie einen PST-File auf einen Share und der holt es dort raus. Ist vom Handling her mega beschissen, aber es würde gehen. Hast du da irgendwie Erfahrungen noch mit größeren Aufkommen von Mails gemacht mit dem Tool? Nö. Ich setze das jetzt seit 1.1. ein. Also bei uns kam irgendwie Ende Dezember, kam einer um die Ecke und sagt, habt ihr eigentlich schon mal wegen E-Mail-Archivierung und so? Und hä? Ja, und dann machst du halt flinke Füße, guckst, was geht, und wir haben dann halt irgendwie so das gerade noch hingezaubert, dass es halt zum 1.1. lief. Zumal ich halt 2 Monate vorher ja gerade auf Office 365 geschwenkt war und da auch relativ jung auf dem Gebiet war. Insofern, also ja, das ist das Einzige, wo ich das halt bisher erlebt habe, aber da halt eben völlig unkompliziert. Hat der Supportmaß gesagt, in welcher Größenordnung an E-Mails datenbanktechnisch da vielleicht irgendwann Grenzen stößt? Ja, die sprechen halt immer von ihren 500 Usern, was sie als problemlos ansehen. Eine offizielle Aussage habe ich jetzt keine gesehen, aber da kriegt man bestimmt eine raus. Also wenn du dort anfragst und sagst, hier, ich brauche mal einen Wert, was könnt ihr supporten pro Minute, Stunde, Tag, was auch immer, da kriegt man bestimmt eine Faustformel von denen gesagt. Denke ich schon. Ja.
Die sind ja auch, was generell was Support angeht, sehr kompetent. Und das Schöne ist halt, dadurch, dass die Entwicklung in Deutschland sitzt, kriegst du da halt auch A, eine nach deutschem Recht konforme Antwort und B, auch von einem, der der Sprache mächtig ist und weiß, was er dir erzählen muss und nicht irgendwie in irgendeinem komischen Kauderwelsch. Ja. Gut, es kann sein, es kommt halt mit Dialekt am Telefon, ne? Aber ja. Genau. Ja. Das wollte ich euch mal gezeigt haben. Ich will euch trotzdem noch vielleicht zwei, drei Stolpersteine mitgeben. Ja. Zum Rechtlichen gibt es schon Zertifizierungen und hat das Produkt jetzt? Es gibt keine, ich sage jetzt mal, ISO-DIN-irgendwas-Zertifizierung. Die selber verkaufen das Produkt aber als nach dem deutschen Recht konform. Und das ist ausreichend, als dass du quasi als Nutzer sagen kannst, okay, ich habe mich informiert, das wird als konform verkauft. Wenn du halt jetzt zu irgendeinem Anbieter gehst, der dir eine Lösung gibt und sagt, ja, das funktioniert zwar, aber ob das wirklich sauber ist, können wir dir auch nicht sagen. Ist halt sehr dünnes Eis, ne? Aber hier kann man sich halt drauf abstellen, dass man sagt, okay, der Anbieter hat mir eine Lösung verkauft und verspricht halt rechtliche Konformität. Gibt auch bei denen auf der Website einen sehr großen Teil der Website, wo die halt diese ganzen rechtlichen Grundlagen auch erklären und wie die das jeweils lösen und so weiter. Also da sind die schon hinterher. Ja. Spannend wird es halt, wenn das ganze Thema europäisch wird, und das wird es auf Garantie irgendwann, dann bekommt es vielleicht nochmal eine ganz andere Note, dann gibt es vielleicht ganz andere Regelungen oder vielleicht gibt es auch eine relativ schnelle Entwicklung in den Regelungen, was dann natürlich dann auch den Entwickler von so einer Software fordert, mit den rechtlichen Entwicklungen mitzuhalten. So ein paar Dinge vielleicht noch. Ein Mitarbeiter, der geht, hatte ich schon gesagt, den kann ich einfach löschen. Dabei lösche ich halt nur den User, ich lösche nicht das Archiv vom User, das geht gar nicht. Das ist halt interessant, weil ich damit Lizenzen dann wieder freimachen kann, weil die ich Lizenzen halt eben pro User gekauft habe, ist halt jeder User, jede Lizenz ist halt irgendwie bares Geld. Ne? Heiko, ja? Wie gehst du damit um, wenn der seine Daten gelöscht haben will? Das geht nicht. Das ist rechtlich gar nicht, das ist gar nicht möglich, weil ich ja verpflichtet bin, diese Daten aufzubewahren. Wenn es seine personenbezogenen Daten sind, kann er das verlangen von dir? Nein, nein, kann er nicht. Das spielt keine Rolle. Personenbezogene Daten habe ich auch ganz schnell in der dienstlichen E-Mail. Personenbezogene Daten habe ich, wenn, keine Ahnung, Mitarbeiter A schreibt seinem Kunden eine E-Mail und in dieser E-Mail steht die Adresse vom Mitarbeiter drin. Und schwupps habe ich personenbezogene Daten, obwohl das einen dienstlichen Charakter hat. Also es sind zwei Dinge. Das eine ist eine rein private E-Mail, wo ich als Arbeitgeber eigentlich kein Interesse daran habe, die zu archivieren. Aber wenn ich es halt eben so mache, dass ich alle Mails archiviere, dann komme ich nicht drum rum. Und das andere sind personenbezogene Daten, und Personenbezug habe ich in Deutschland extrem schnell. Bei mir im Business, wir machen halt Kfz-Zeug, ein Nummernschild ist personenbezogene Daten, eine Fahrgestellnummer sind personenbezogene Daten. Sobald ein Datum dazu geeignet ist, dahinter eine Person zu ermitteln, ist es halt Personenbezug, und damit sind es personenbezogene Daten nach dem deutschen Datenschutz und auch nach dem europäischen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Problemfeld erstmal. Ja, der Datenschutz sagt halt, dass du Daten nur zu dem Zweck speichern und aufbewahren darfst, zu dem sie erhoben wurden. Jetzt habe ich aber hier den Vorteil, wenn das eine geschäftliche E-Mail ist, dann ist die ja zum geschäftlichen Kommunikationsweg erhoben worden, diese Daten, in dem Fall der Mailversand, und damit darf ich sie damit auch speichern. Und weil das Gesetz mir ja verbietet, dass ich es lösche, kann der Mitarbeiter natürlich dieses Löschen sozusagen beantragen, aber der Datenschutz sagt halt eben auch, wenn gesetzliche Vorgaben mich zwingen, die Mail aufzubewahren, das kann ja auch andere Gründe haben, beispielsweise wenn eine Strafverfolgung anhängig ist, dann darf ich die Mail gar nicht löschen oder darf ich generell die personenbezogenen Daten nicht löschen. Das heißt, da habe ich quasi das für mich wichtigere Rechtsgut auf meiner Seite. Spannend wird es, wenn der Mitarbeiter seine privaten Urlaubsfotos über sein Firmenmailfach durch die Gegend schickt, die liegen ja dann auch in meinem Archiv, und wenn er dann geht, sagt, ich will aber nicht mehr, dass meine Urlaubsfotos in deinem Archiv liegen. Und dem kann ich halt nur, das kann ich halt nur umgehen, indem ich meinen Mitarbeitern halt sage, privater E-Mail-Versand ist verboten, tut ihr es doch, landen deine Mails halt in dem Archiv. Peng. So. Und dann kann ich mich halt darauf berufen, dass ich sage, können ja gar keine privaten Mails drin sein, weil die sind ja verboten. Das ist ja das gleiche letzten Endes, was ich auch im Telekommunikationsgeheimnis habe. Ist übrigens tatsächlich auch ein Problemfeld bei der E-Mail-Archivierung, weil das Telekommunikationsgeheimnis und das Postgeheimnis ja eigentlich so eine briefartige Kommunikation schützen. Deswegen kann ich halt auch nicht einfach in irgendeinem User sein Archiv einfach mal lustig querlesen und gucken, was er so den ganzen Tag macht. Aber hier stoßen halt einfach irgendwie Rechtsgüter aufeinander, die dann im Zweifelsfall in der Gerichtsverhandlung gegeneinander abgewogen werden. Und das entscheiden blöderweise Deutschland immer Richter. Das heißt, selbst wenn der Anwalt sagt, das kann man so machen, dann ist das nur sein Rechtsverständnis. Aber ob das nachher wirklich so ist, entscheidet immer in Deutschland ein Richter.
Und das ist halt das, was es hier so schwer macht, genau sagen zu können, was ist wirklich sauber zulässig und wo kommen wir zumindest mal in eine Grauzone. Ja. Und tatsächlich, wenn der Mitarbeiter geht, ist eigentlich so ein großer Grauzonenbereich. Ja, weil sobald da eben private Mails drin sind, und das geht ja auch ganz schnell, ohne dass der Mitarbeiter das wollte. Klassiker, die Leute haben ihre Firmenmailadresse im Xing-Profil stehen. Dadurch gelangt die Firmenmailadresse irgendwie in das Adressbuch eines Bekannten, weil die im Xing irgendwie miteinander vernetzt sind. Der Bekannte schickt seinem Bekannten jetzt eine E-Mail, im Glauben, er schickt an sein privates Postfach ihm irgendeinen privaten Scheiß. Der wollte das gar nicht, aber es kommt trotzdem in sein Firmenpostfach rein. Da kann er sich auch gar nicht gegen wehren und zack, liegt es halt im Archiv. Ja. Also das ist durchaus ein rechtliches Problem, klar. Wie die Mails werden nach 2 Jahren archiviert. Das heißt, der Mitarbeiter hat 2 Jahre lang die Möglichkeit, die Mail zu löschen und wenn er das nicht tut, wird es archiviert. Das ist mega gefährlich, weil das führt ja quasi zwangsläufig dazu. Das ist das große Archiv. Ja. Also das, was noch anders behandelt wird bei uns. Ja. Also wenn ich sobald ich dem Mitarbeiter halt die Möglichkeit gebe, eine Mail-Archivierung aktiv zu verhindern, egal durch was, habe ich halt immer das Risiko, dass er auch willend oder unwillentlich relevante Mails wegschmeißt. Wie gesagt, das entscheidet am Ende im Zweifelsfall immer ein Gericht halt. Ne? Das ist halt das, was das deutsche Rechtssystem an der Stelle sehr kompliziert macht. Ne? Also es gibt halt 5 Gesetze und jedes sagt halt, du musst es so machen. Und aber es gibt zum Teil ja sogar eben Widersprüche hier drin. Wie gesagt, Postgeheimnis versus ich muss jede Mail hier archivieren. Und dann hängt es halt immer ganz stark davon ab, wer hat hier das wie behandelt auch. Ne? Also ich meine, nur weil ich quasi die private Mail des Mitarbeiters in meinem Archiv liegen habe, ist ja das eine. Ob ich sie dann auch quasi nutze, ist ja mal das andere. Ja. Hier nochmal kurz die Frage zu dem Tool. Arbeitet auch so, dass bevor es eigentlich ausgeliefert wird, ans finale Postfach, wird es gleich weggesammelt ins Archiv rein? Das macht der Exchange-Server so. Das hat mit dem Tool nichts zu tun. Die Journaling-Regel im Exchange-Server sorgt dafür, dass wenn eine Mail reinkommt oder rausgeht, geht die als allererstes durch die Journaling-Regel, weil ich diese Journaling-Regel auch nutzen könnte, um quasi eine Auslieferung in den Postfach zu verhindern. Ich könnte mit einer Journaling-Regel auch sagen, wenn eine Mail kommt, die eine bestimmte Eigenschaft hat, pack sie nicht in das Zielpostfach, sondern mach damit irgendwas anderes. Pack sie irgendwie in ein anderes Postfach, lösch sie, wie auch immer. Ja. Das heißt, sie geht immer erst durch diese Journaling-Regel durch und wird danach, wenn ein Postfach dafür zutreffend ist, in das Postfach geworfen. Und dann durch diese Journaling-Regel wird sie halt eben rausgeschickt. Das heißt, bevor sie im User-Postfach landet, wird sie rausgeschickt, aber sie kann durchaus erst im User-Postfach landen und danach in deinem Archiv. Weil, in meinem Fall, das Archiv nur alle 5 Minuten seine Daten abholt. Das heißt, der User hat die Mail in seinem eigenen Postfach und erst 2 Minuten später wegen mir liegt sie im Archiv. Aber er kann es nicht verhindern, weil sie halt eben noch lange bevor er sie jemals gesehen hat, ist die durch die Journaling-Regel durchgegangen und damit weg. Also schießt sie momentan bei euch zum Exchange, schießt sie wieder rein ins Netz. Genau. Genau. Wie lange lässt du die bei GMX liegen und da räumst du dann regelmäßig auf oder was? Das kann man einstellen. Bei mir ist so eingestellt, dass die Mail 14 Tage, also der IMAP-Client in Mailstore, hat ähnliche Einstellmöglichkeiten wie in einem normalen Mailprogramm. Und dem kann ich halt sagen, wenn eine Mail abgeholt wurde, dann ist die ja markiert auf dem Server als abgeholt, löscht sie 14 Tage später. Das hat für mich nochmal so eine zusätzliche Netz und doppelte Boden, wenn ich quasi in Mailstore Backup von vor 2 Tagen einspielen muss, weil irgendwas völlig kaputt ist und mein letztes Backup war auch kaputt, dann habe ich halt die Mails der letzten 14 Tage noch auf dem Server und dann kann ich mich nur nochmal holen. Ja. Solange die Mail die gleiche ist, ist es völlig uninteressant, weil dann liegt sie einmal auf deinem Server. Ja gut, dann würde die Deduplizierung wahrscheinlich hier sehr massiv Speicherplatzersparung bringen. Aber klar, die Menge der Mails wird auf jeden Fall erstmal hoch sein. Klar. Ja. Alles wird archiviert. Geht ja gar nicht anders. Wie soll ich denn rechtlich sicher feststellen, ob eine Spam-Mail wirklich Spam ist? Im schlimmsten Fall hat mein Spam-Filter eine relevante Mail aussortiert und genau die wird dann in 3 Jahren von irgendeinem Wirtschaftsprüfer gefordert. Also archiviere ich alles. Weil ich auch sagen muss, unser Spam-Aufkommen ist in weiten Teilen sehr gering. Bei ein paar Schlüsselpositionen bei uns, die kriegen sehr viel Spam. Wobei man da sagen muss, funktioniert der Spam-Filter von Exchange sehr gut. Aber die Mail ist trotzdem im Archiv, weil die geht ja schon durch die Journaling-Regel durch, noch lange bevor die irgendwie durch den Exchange-Spam-Filter gelaufen ist. Also
Naja, der GMX könntest du könntest den GMX-Spam-Filter zum Beispiel nutzen oder jeden anderen, ja. Nö. Weil ich quasi das ganze Hosting, alles komplett inklusive der DNS-Einträge bei Office 365 mache. Kann man machen, aber A, ist das ab einer gewissen Größe war das separat kostenpflichtig oder man braucht ein E3 oder ein E5 oder irgendwas, damit es mit dabei war. E3. Genau, wir haben halt nur E1 und dann war es halt pro User so viel teurer und mit weniger Funktionen als gleich Mails dort zu kaufen. Deswegen habe ich es damals halt genommen. Wie gesagt, es gibt auch diese irgendwie Archiv-Mailboxen-Lizenz, die man kaufen kann. Die kostet aber ja monatlich Geld, weil wir Office 365 halt mieten und über eine Laufzeit von 10 Jahren hat sich das halt, keine Ahnung, wie schnell schon amortisiert, wenn ich das halt kaufe. Ich habe da auch kurz geguckt, was da so an eigenen Möglichkeiten geht, aber war halt mit keinem Aspekt da wirklich zufrieden. Deswegen bin ich da zum Mailstore gekommen. Was ja ganz nett ist, man kann eine Testversion bekommen, die kann man auch noch dreimal verlängern und so. Also wenn man da wirklich mal was probieren will, sind die auch sehr kulant, da kann man recht gut mit denen reden. Das ist vielleicht noch ganz interessant. GMX hast du genommen und keinen eigenen IMAP-Server, damit es halt außerhalb von richtig der Organisation noch genau sicher ist. Naja, beziehungsweise Exchange liegt ja schon außerhalb. Weil es ja nicht mein Exchange ist, es ist ja ein Office 365 Exchange. Und der Vorteil ist jetzt, wenn ich das bei mir mache, auf meinem eigenen IMAP, brauche ich wieder eigene Ressourcen. GMX kostet mir nichts. Okay. Ja. Klar. Ja. Warum nicht? Okay. Bin ich mal gespannt, wie viel mehr verkaufen würden. Du kriegst halt diese komischen Werbemails von denen. Einmal in der Woche oder irgendwas? Eben, die geht ja letzten Endes dann auch runter. Und das Schöne ist, der Mailstore ordnet eine Mail anhand des Empfängers dem User zu. Ja. Diese Werbemail hat keinen Empfänger, der mit meinen Usern matcht. Und dann landet die da gibt es so ein Catch-All-Mailbox, dann landet die in diesem Archiv drin. Das ist auch deswegen wichtig, dieses Catch-All-Archiv, weil wenn ich quasi für einen User noch keine Lizenz gekauft habe, archiviere ich trotzdem seine E-Mail. Das ist für mich wichtig, weil ich damit immer, also selbst wenn ich nur eine einzige Lizenz habe, ja, und ich habe aber 10.000 Postfächer, ich habe trotzdem seine E-Mail definitiv archiviert. Dann landet die halt in diesem Catch-All, was ich auch sauber mit durchsuchen kann. Sie ist halt nur nicht für den User aus seinem Outlook später mal suchbar, weil sie halt nicht in seinem Archiv liegt. Ja. Aber sie ist halt in meinem Archiv trotzdem drin. Die gekaufte Anzahl User brauche ich halt erst dann, wenn ich quasi die Zuordnung zu dem Benutzerpostfach haben will oder wenn der Benutzer halt drauf zugreift oder wenn ich den Mailstore direkt an meinen eigenen Exchange anbinden will, was auch gehen würde, brauche ich aber einen eigenen Exchange, das geht bei Office 365 nicht, dann kann ich das direkt aus meinem Exchange rausholen. Und dann würde er schon beim Rausholen die Anzahl der Lizenzen brauchen. So. Und da ich aber jetzt, wie gesagt, dieses Catch-All habe, führt es dazu, dass wenn ich irgendeine Spam-Mail habe, oder was heißt Spam, also diese Werbemails, die mir GMX auf mein spezifisches Archiv-Postfach bei GMX schickt, liegt die bei keinem User in dem Postfach, sondern liegt in meinem Catch-All und damit ist sie für mich eigentlich, stört sie mich halt nicht. Ja. Gibt es da das Thema bei GMX über web.de, dass du dich so und so oft mal eingeloggt nein haben musst? Nein, was du aber ja sowieso tust, aber nein. Also der loggt sich alle 5 Minuten ein, zwangsläufig. Ja gut, ich habe über web.de zum Beispiel eine API, habe ich Mails verschickt und du musst auf die Webseite oder was? Okay. Und nein. Sagt er hier, du hast dich jetzt hier zweimal nicht eingeloggt, wenn ich jetzt nicht mache, dann löschen wir das Ding. Das ist jetzt die Frage, da gebe ich es, was ich finde. Also da muss man natürlich im Zweifelsfall immer gucken, ob die jeweilige Lösung, die man da nimmt, ob da irgendwelche Stolpersteine sind. Und klar, wenn was kostenlos ist, muss man davon ausgehen, es gibt irgendwo Einschränkungen und so weiter. Ne? Bei GMX ist mir das nicht bekannt. Ich setze auch GMX privat schon seit ewig vielen Jahren ein und ich habe keine Ahnung, wann ich zuletzt auf irgendeinem GMX-Website mit einem meiner Postfächer eingemeldet war. Also das ist zum Teil Jahre her. Ja, also zumindest über ein Jahr passiert da nichts. Es kann schon sein, dass die nach 5 Jahren oder keine Ahnung irgendwann mal sagen, so jetzt ist hier irgendwas, jetzt machen wir das Ding zu. Aber zumindest nicht in solchen überschaubaren Abschnitten. Ja. Müsste man im Zweifelsfall in die Bedingungen nachgucken, da steht das bestimmt irgendwo drin. Das hier ist vielleicht noch so eine kleine Anregung. Verzeihung, aber über deine 1 Gigabyte kommst du nicht drüber. Warum? Du sagst, du hältst sie dann 2 Wochen davor. Ja. 1 Gigabyte, wer weiß, wie viel das ist? Ja, wenn die ganzen anhängen. Also sagen wir, jetzt geht's ja noch, weil ja vorhin waren kurz E-Mail ungefähr 70, 80 pro Minute. In 5 Minuten, genau. Aber und das ist ja nichts. Aktuell ist das kein Problem, nein. Aber es kann natürlich. Lass euch mal in 1 Jahr oder 2 Jahren. Keine Frage. Im schlimmsten Fall muss ich mir halt irgendwann ein Paid-Postfach irgendwo suchen. Oder müsste halt tatsächlich mir selber einen IMAP-Server hinstellen. Das könnte ich auch machen, ne? Gehe ich halt einfach her, meine DMZ, knall mir total irgendwie einen Postfix-Server hin und lass es über den abwickeln. Also der Möglichkeiten sind da viele. Das ist halt die Möglichkeit, die mich keine Ressourcen und kein Geld kostet. Mhm. Ja.
Natürlich, klar, wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Mitarbeiter habe, dann stoße ich mit meinen 14 Tagen definitiv an die Grenzen von dem 1 Gigabyte. Ne? Dann müsste man halt eben die Mail sofort weglöschen, das wäre eine Lösung. Ja? Dann liegt die aber bis 5 Minuten auf dem Server, dann ist auch 1 Gigabyte ziemlich viel. Oder ich muss halt, wie gesagt, anderes Postfach oder ein bezahltes Postfach bei Gmx oder halt eben was Eigenes machen. Ja? Das Einzige, was halt... Okay, irgendwann wird der Aufwand so groß, da bezahle ich lieber die, ich weiß nicht, 5,99 € oder irgendwas im Monat für das Premium-Postfach. Ja. Wenn ich mal von deinem Freund gesagt habe, wo du vorher warst, die hatten auch gesagt, wo zu viel Mail aufkommt bei euch, von was bist du da gestoßen, an welche Grenzen schon haben? Das sind genau die wir jetzt hier gesehen haben. Also das war nicht mehr und nicht weniger als jetzt. Da ist schon Feierabend, ja. Okay. Naja, bei denen war wohl das Problem, dass die halt die Connects, die da kommen, alle 5 Minuten mit hoher Mail aufkommt, das war für die irgendwie... Keine Ahnung. Und da war, wie gesagt, der Punkt, da haben wir für bezahlt. Also das war ein bezahltes Hosting-Paket, was einen zweistelligen Betrag im Monat kostet. Auch deutsche Anbieter, mit dem ich eigentlich sonst sehr zufrieden bin. Ja. Aber naja. Die GMX-Mail-Server liegen die in Deutschland? In der EU auf jeden Fall. Okay. Kann ein Thema sein, klar. Mhm. Wie gesagt, im Zweifelsfall muss man sich halt einfach selber einen Mail-Server hinstellen. Dann muss man halt nur gucken, wenn ich quasi unter derselben Domäne wie meine Hauptdomäne, wo meine Mails auf meinem Mailserver laufen, nochmal irgendwo anders im Postfach liegen habe, dann kriege ich sofort das Problem mit dem MX-Record. Also müsste ich halt mindestens mal eine separate Domäne oder eine Subdomäne haben, wo ich das halt hinlaufen lassen kann. Und dann kann man sich halt irgendwie wirklich, keine Ahnung, einen Postfix-Server irgendwo hinpacken. Der kostet ja auch nichts, und eine Linux-Büchse drunter. Braucht man halt nur die Hardware-Ressourcen oder die Virtualisierungsressourcen. Genau, also wie gesagt, Backup, aufpassen, ist kein Archiv, also nur weil ich sagen kann, hey, keine Ahnung, jede Mail liegt als ZIP auf einem SMB-Share, genügt den Anforderungen an die Archivierung nicht, allein schon deswegen, weil ich halt nicht sicherstellen kann, dass nicht einer mal was gelöscht hat. Aber andersrum, das Archiv ist mindestens mal als Backup-Ersatz verwendbar, wenn es nicht sogar, wenn ich sauber aufgezogen habe, mein einziges Backup sein könnte. Ja, ich mache es halt so, ich sichere meinen Archivserver natürlich täglich. So, das heißt, ich habe von diesem quasi Backup nochmal ein Backup. Und damit ist es für mich Backup gleichwertig. Ja. Weil ich quasi einerseits den Verlust aufgrund eines technischen Defekts, Brand, Diebstahl, was auch immer, abgefackelt habe und gleichzeitig aber auch den Verlust einer Mail, weil ein User eine Mail gelöscht hat. Wie ist denn, du hast ja vorhin gesagt, ja, wenn du keine Lizenzen hast und ein User trotzdem hinzukommt, kommt ja halt in diesen Catch-all. Ja. Wenn du später eine Lizenz... Nein, bleib dort liegen. Ja. Das hängt meiner Meinung nach aber mit der Unveränderlichkeit. Ciao. Mit der Unveränderlichkeit des Archivs zusammen, dass die halt nachträglich dann nicht mehr sagen, okay, jetzt schieben wir die Mail wild irgendwo durch die Gegend, sondern die bleibt halt da, wo sie ist. Ja. Würde halt nur dazu führen, dass wenn du halt jetzt einen Mitarbeiter, keine Ahnung, 3 Monate lang ohne Lizenz betreibst und dann gibst du ihm die Lizenz, sagst, hier hast du unseren coolen Client, kannst du in deinem Postfach alle E-Mails aus dem Archiv angucken und er wird feststellen, oh, ist ja gar nichts drin. Ja, aber wenn man das weiß, ist das einfach so, ne? Je nachdem. Ne? Aber du kriegst dann nicht aus diesem Catch-all in den User. Naja, du könntest sie aus dem Catch-all exportieren und also quasi dem User neu zuschicken. Das wird funktionieren. Dann hast du die aber zweimal im Prinzip in der Maschine. Was kein Problem ist, weil sie dedupliziert würden, aber ja. Und einmal mit neuem Laden und genau. Mit neuem Zeitstempel. Ja. Genau. Ist auch richtig so. Der User soll ja sein. Soll ja so zusammenhängen, dass der auch in dem Moment die Mail gesehen hat. Ja, genau. Meinst du, da kann man anrufen? So ein paar Problemfelder, einige haben wir jetzt schon angesprochen. Ausfall von einem Journaling-Postfach, wie vorhin schon gesagt, wenn das halt wegbricht, das ist halt blöd. Der Ausfall über einige Minuten oder Stunden ist kein großes Problem, weil es ist ja immer noch eine E-Mail. Und eine E-Mail hat den tollen Vorteil, sie geistert halt ein paar Stunden durchs Netz, bevor sie irgendwann mal halt als nicht zustellbar verworfen wird. Also wenn der Server halt mal für einen Moment weg ist, ist es nicht schlimm, aber wenn er halt jetzt über Tage oder über Wochen nicht erreichbar ist, das ist definitiv ein Problem. Ja. Gleiches gilt natürlich, wenn mein Archivserver wegbricht für Wochen. Ja, in meinem Fall habe ich jetzt den Vorteil, die laufen erstmal bei GMX auf. Wenn er dann irgendwie nach, weiß ich nicht, ich habe jeden Mittwoch beispielsweise Wartungsfenster, da kann das schon mal sein, dass das Ding mal 2-3 Stunden vom Netz weg ist. Und dann kommt er halt zurück und dann holt er halt eben die Mails, die in den 2 Stunden aufgelaufen sind, holt er die halt in einem Ritsch ab und dann ist wieder gut. Ja. Aber wenn das halt jetzt zu lange, das Zeitfenster zu lange wird, dann laufe ich halt in irgendwelche Grenzen und dann gibt es natürlich Probleme. Archivierung privater persönlicher Mails, da haben wir schon drüber gesprochen, kann mitunter ein Problem sein. Bleibt von Mails ausgeschiedener Mitarbeiter, gleiches Spiel.
Und dann halt, wenn Mitarbeiter der Meinung sind, E-Mail ist das richtige Transportmittel, um die 20 Megabyte große PowerPoint oder die Urlaubsfotos zu verteilen. Und am besten jedem Kunden das einzeln schicken, weil dann ist es halt jedes Mal eine neue E-Mail. Ja, wenn er das an 30 Kunden gleichzeitig schickt, ist eine Mail. Wenn man das halt 30 Mal einzeln mit alles neu durchklicken schickt, dann sind es halt 30 Mails. Die Deduplizierung würde den Speicherplatzbedarf massiv reduzieren. Dennoch, ich habe halt da einen riesengroßen Anhang in meinem Mailarchiv liegen. Ja. Und dann wächst natürlich auch der Platzbedarf entsprechend an. Ja, uninteressant. Gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist es. Das wollte ich euch so ein bisschen mit auf den Weg geben als Anregungen ohne Anspruch auf Vollzähligkeit. Wie gesagt, es gibt bestimmt 1000 andere Lösungen. Das ist meine. So kann man es machen oder vielleicht auch nicht.